Sind Sie schon auf Wikisana? Hallo und herzlich willkommen zu unserem Format Naturmedizin. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Die Gesundheit ist unser wichtigstes Gut. Wir merken immer erst, wie wichtig sie ist, wenn sie an irgendeiner Stelle fehlt. Und deshalb kümmern wir uns auch heute wieder darum mit unserem heutigen Gast, Dr. Med. Manuel Burzler. Er ist Epigenetik-Coach, praktizierender Arzt natürlich auch. Und er bringt uns heute ein Thema aufs Tablett Glyphosat. Das ist ja schon länger in aller Munde. Wir werden heute mal schauen, wie weit verbreitet es leider schon ist und dass wir uns eigentlich auch gar nicht wirklich davon befreien können. Aber wir werden natürlich auch Lösungsmöglichkeiten bekommen, so wie Sie uns kennen. Denn das ist natürlich auch immer Teil unserer Interviews oder unserer Gespräche, dass wir unsere Gäste bitten, uns auch Lösungen anzubieten. Und in diesem Sinne bleiben Sie bitte dran. Wir starten gleich ins Gespräch. Hallo, grüß dich lieber Manuel und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ja, ein hässliches Thema. Glyphosat haben wir heute auf dem Tablett. Wenn du vielleicht, oder wenn ich dich bitten dürfte, vielleicht erstmal zum Einstieg, du bist Epigenetik, ja, ich würde sagen Experte, und hast dir das auch auf die Fahnen geschrieben, hast dich viele Jahre damit beschäftigt und das ist dein Hauptarbeitsbereich in deiner Tätigkeit. Epigenetik haben wir auch schon oft gehört. Kannst du kurz erklären, was wir uns darunter vorstellen können und warum es so wichtig und bedeutend ist für unsere Gesundheit? Also wir haben lange geglaubt, wenn wir unsere Gene entschlüsseln, dann können wir alles beschreiben oder beziehungsweise heilen, ja, Krebs, Krankheiten, alle Emotionen beschreiben oder. Vor 20 Jahren war es soweit, wir haben unser komplettes menschliches Genom entschlüsselt. Wir haben herausgefunden, wir haben 22.500 Gene, so viel wie ein Fadenwurm und wir sind ein bisschen komplexer. Und ja, das heißt, unsere Gene sind nicht alles, sondern eher gesagt, wie unsere Gene abgelesen werden. Und das ist die Epigenetik. Das ist ein Mechanismus, der uns unterstützt im Körper, wie unsere Gene abgelesen werden. Nur als Beispiel nehmen wir ein Klavier. Eine Klaviertastatur sind unsere Gene und der Klavierspieler spielt sie. Und das heißt, die Klaviertastatur sind die Gene und der Klavierspieler ist die Epigenetik. Mhm. Und je nachdem, wie der Klavierspieler die Tasten drückt, kommt eine andere Melodie raus. Und so ist es auch bei uns. Wir haben Faktoren von außen, unsere Nahrung, wie wir leben, unser Lebensstil, Bewegung und, hat Einfluss darauf, wie unsere Gene abgelesen werden. Sogar Emotionen und unsere Gefühle. Mhm. Und damit befassen wir uns. Das heißt, wir sind nicht unseren geerbten Genen komplett ausgeliefert, sondern wir können mit denen arbeiten, mit diesen, die sind wirklich positiv für uns. Und wir haben so viel Einfluss auf unsere Gene, auf unsere Gesundheit, dass wir manchmal eigentlich vergessen, wie viel Einfluss wir eigentlich haben. Und das bringen wir zum Beispiel auch vielen Ärzten bei, vielen Heilpraktikern bei, Therapeuten bei, in unserer Ausbildung. Und ein Teil davon in der Ausbildung sprechen wir auch über Glyphosat und Mitochondrien. Und ich selber bin ja auch Arzt in der Praxis, wo wir uns damit beschäftigen, wo Menschen kommen, wo ihnen nicht mehr viel weitergeholfen wurde. Ja? Und die kommen und sagen, okay, Herr Burzler, ich war schon überall, ich kann nicht mehr. Und ein Teil davon sind halt zum Beispiel auch Umweltgifte, die der Körper nicht mehr los wird. Und Glyphosat ist hier so ein wunderbares Beispiel. Ich glaube, jeder von uns ist mittlerweile mit Glyphosat belastet. Das heißt, jeder hat es. Ja. Und unsere Energiekraftwerke, unsere Mitochondrien, die sind davon sozusagen auch betroffen. Jede Zelle in unserem Körper hat Mitochondrien. Mhm. Und Glyphosat macht da einen großen Teil und vergiftet die. Ja, wir haben sogar sehr viele Mitochondrien. Ne? Wie ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, die Zelle ist ja so klein, die wir noch nicht mal mit bloßem Auge sehen. Ja. Und dann hat die auch noch um die 1000 Mitochondrien jeweils, manche sogar mehr. Genau, zum Beispiel die Herzmuskelzelle hat ganz, ganz viele. Mhm. Dann gibt es andere Zellen, die haben vielleicht nur 2, 3. Aber je nachdem, wie viel die Zelle an Energie braucht und arbeiten muss, hat sie auch die Mitochondrien. Also glücklicherweise haben wir so viele, ne? Wenn die auch Schaden nehmen durch die Umwelteinflüsse wie Glyphosat. Und wie du schon sagst, wir sind mittlerweile alle leider verseucht. Ja, also es ist so, bei Glyphosat ist ja ein Herbizid. Das wurde über Jahrzehnte, glaube ich jetzt nicht, aber ist sehr, sehr lange sozusagen versprüht. Ja. Und mittlerweile finden wir das überall.
Ja, wir finden es im Wasser, wir finden es in der Luft, wir finden es eigentlich auch in Bioprodukten, wo man es eigentlich nicht haben möchte, weil halt das Nebenfeld zum Beispiel gespritzt wird. Ja. Ja. Überall finden wir es. Und das finden wir auch bei Menschen, die sich seit Jahrzehnten biologisch ernähren, finden wir trotzdem Glyphosat, weil sie es halt einatmen, als Beispiel. Mhm. Und unsere Mitochondrien, die sind ganz sensibel. Ja, unsere Mitochondrien bilden halt die Energie. Und wenn die umso mehr die belastet sind, umso mehr können die nicht mehr für uns Energie bilden. Und das über Jahre hinweg reichert sich das an. Die Mitochondrien werden immer schlechter. Und irgendwann macht es so, pam, und die Leute sind total müde oder bekommen irgendeine Erkrankung. Das nennt man dann erworbene Mitochondriopathie. Und dann hat man zum Beispiel die und die Erkrankung, aber dahinter steckt auch eine Mitochondriopathie, also eine Mitochondrienstörung oder Schwäche. Und Glyphosat ist halt einer der Herbizide, die sehr, sehr häufig vorkommen. Da gibt es aber auch andere Insektizide, Pestizide, Schwermetalle, ja, Cadmium, Quecksilber, Blei oder Leichtmetalle wie Aluminium. All das, aber heute wollen wir uns mal auf Glyphosat, bleiben wir mal bei Glyphosat. Mittlerweile ist der Glyphosat verboten, mhm. ja. Oder nicht, noch nicht verboten, bald verboten in den nächsten Jahren. Aber natürlich, wir finden es überall mittlerweile in unserer Umwelt. So. Ja, die Frage ist, ist es schon grundsätzlich weltweit verboten? Nein. Nein. Eben. Nein. Ne? Nur, ich glaube, in der EU, oder? Ja. Ja. Und aber noch nicht verboten, aber ich glaube, im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr ist es soweit dann. Ja. Und wenn wir hier, wir haben ja über Epigenetik gesprochen. Mhm. Und das ist mir eigentlich so wichtig, das auch mitzugeben. Und wir alle sind Glyphosat belastet. Ja, und vielleicht unsere Eltern, also meine Eltern eventuell auch schon. Aber jetzt zum Beispiel meine Kinder auch. Ich habe noch keine Kinder, aber vielleicht mal. Ja, die werden auch noch mit Glyphosat belastet sein. Und dann die nächsten Generationen, wenn wir es verbieten, vielleicht nicht mehr. Aber weil wir es vielleicht in der Umwelt haben, vielleicht nur noch ein bisschen. Aber man weiß mittlerweile aus Mausstudien, dass die Information transgenerational weitervererbt wird. Epigenetisch, über die Spermien von den Mäusen. Man hat nämlich herausgefunden, dass in der Generation, die mit Glyphosat belastet ist, nicht so viel passiert. Ja, das sehen wir zwar schon bei den Leuten, dass ein Mitochondrien-Schaden entsteht, aber außen, von außen, ja, das Erscheinungsbild sieht man nicht so viel. In der Nacht danach, die Generation, die Kinder, hat man auch noch nicht so viel gesehen. Aber in der nächsten Generation, in der Enkelgeneration und in der Urenkelgeneration von den Mäusen, hat man Prostataerkrankungen gesehen, hat man Fettleibigkeit gesehen, Nierenerkrankungen, Geburtsstörungen. Und darüber spricht keiner. Ja, jeder sagt so, die aktuelle Belastung von Glyphosat ist schlecht, aber keiner spricht darüber, was passiert denn in den nächsten Generationen, weil wenn wir es eventuell, wie die Mäuse, epigenetisch weitervererben, da sollten wir uns Gedanken machen, wie werden wir denn das jetzt los aus unserem Körper, damit wir es eventuell nicht weitervererben an unsere Kinder. Und zwar epigenetisch. Ja, nicht genetisch, sondern epigenetisch. Mhm. Und darüber habe ich mir viel Gedanken gemacht. Ja, weil ich sehe das immer wieder in der Praxis bei meinen Patienten, dass die mit Glyphosat belastet sind. Und das Zeug muss raus. Oder wir müssen unseren Körper die ganze Zeit unterstützen, damit es rausgeht. Und das ist mittlerweile so komplex, weil wir halt nicht nur mit Glyphosat belastet sind, sondern auch mit anderen Pestiziden und Insektiziden oder mit anderen Dingen. Und es gibt immer nur Studien da draußen, die sich angucken, was passiert, wenn ich mit Glyphosat belastet bin? Gibt es eine Studie. Was passiert, wenn ich mit dem und dem Pestizid belastet bin? Aber keiner schaut sich die Kumulativwirkung an. Ja. Ja, wenn man mit unterschiedlichen Dingen belastet ist. Sondern es gibt immer nur Studien mit einer Substanz. Die Wechselwirkung quasi von den unterschiedlichen Substanzen miteinander in unserem Organismus. Genau. Du siehst diese Belastung anhand, durch Aspheresen, die ihr durchführt, oder? Aspheresen? Nee, ja, zum Beispiel ja auch. Also wenn wir machen sozusagen so Blutwäschen. Ja, das Blut wird gewaschen und dann werden Gifte rausgenommen. Und man sieht dann in diesem Eluat, nennt sich das, kann man dann messen, was ist denn da alles drin. Da findet man alles. Ja, Pestizide, Insektizide, Weichmacher, Plastikweichmacher und, und. Aber man kann das auch im Blut messen. Man kann sich gucken, wie viele Mitochondrien gehen denn kaputt. Ja? Und welche Gifte finde ich da zum Beispiel? Und das ist eine Untersuchung, die wir seit Jahren machen in der Praxis. Und ich finde, eigentlich jeder Patient hat das, außer er ist wirklich schon sehr gut informiert und macht sehr viel richtig in seinem Lebensstil oder in seiner Leber, mit seiner Leber und in der Entgiftung. Und ich kann da mal so ein Beispiel zeigen. Gehen wir mal weiter. Das ist hier so ein typischer Befund.
Hier sieht man auf der linken Seite, das nennt man DNA-Addukte, ganz unten steht Glyphosat. Mhm. Ja, oben drüber sind noch so andere ganz kryptische Namen, Chlortoluene und so weiter. Das sind dann zum Beispiel auch Insektizide, Pestizide, die wir in der Umwelt finden. Oder zum Beispiel hier das dritte ist ein Weichmacher aus Plastik. Mhm. Und das war ein Patient, der zu mir gekommen ist wegen Prävention. Er fühlt sich wohl, fit. Ach nee. Ja? Okay. Und der kompensiert noch. Der ist noch gut beieinander und das ist wirklich viel. Ja. Und da kann man sich dann vorstellen, was das alles machen kann. Und das zerstört Mitochondrien. Und auf der rechten Seite sieht man sogar noch Gene. Ja? Das heißt, was wird denn dadurch gestört? Hier wird das Mitochondrium gestört, hier wird die Entgiftung gestört, hier wird der Glutathion-Kreislauf auch gestört. Wie wird Glutathion? Glutathion ist einer der stärksten Entgifter in unserem Körper, dass das sozusagen gut funktionieren kann, gestört. Das heißt, es ist ein Teufelskreislauf. Mhm. Wir kriegen Gifte in uns hinein und die stören sogar noch unsere Entgiftung. Und wenn wir hier nicht irgendwie den Fuß in die Tür bekommen, wie wir hier richtig arbeiten, wie wir das Zeug wieder losbekommen, dann sind wir wie ein Fass, wird immer mehr und mehr und mehr und mehr und irgendwann macht es Puff, Fass verläuft über und wir können nicht mehr. Und was wir in der Praxis versuchen oder was ich auch versuche in unserer Ausbildung zu zeigen, unseren ganzen Gesundheitscoaches, Ärzten und Heilpraktikern und so weiter. Wir wollen in dieses Fass Löcher reinmachen. Mhm. Und es soll rauslaufen und den Körper ein bisschen entlasten. Komplett leer. Das ist eine Illusion. Ja, man wird die ganzen Giftstoffe nie leer. Ja, aber es kommt ja auch immer wieder was nach. Genau. Und wir wollen halt zeigen, wie das funktioniert. Und wir haben das jetzt über Jahre gezeigt in der Praxis, auch zu sehen, wenn wir unsere Mitochondrien, unsere Energiekraftwerke, können wir nochmal zurückgehen. Das ist ein Mitochondrium. Mhm. Und wir haben das ja in jeder Zelle und die bauen für uns Energie. Und dieses Mitochondrium kann durch diese Gifte zerstört werden. Und wenn wir die wieder unterstützen, wieder reinmachen von Schwermetallen und anderen Dingen, dann können die wieder besser arbeiten und uns Energie produzieren. Mhm. Und nur so funktioniert es. Ja, Mitochondrientherapie ist eine Sache und die ist sehr erfolgreich. Allerdings meistens ist es sozusagen multimodal, weil man muss sozusagen ganzheitlich daran gehen, es müssen auch noch andere Dinge passieren. Also manchmal oder häufig reicht es aus, dass man nur das Mitochondrium entgiftet und den Körper entgiftet und man hofft, nach 6 bis 12 Monaten Entgiftung ist es dann einigermaßen gut und der Körper fühlt sich wieder wohl. Mhm. Es gibt dann andere Menschen, die noch viel mehr machen müssen. Die müssen dann auch ihr Leben umändern, die müssen auch andere Dinge noch wissen, sich aneignen und so weiter. Aber manche Menschen sind sehr bequem und sagen, Herr Butzler, ich möchte mein Leben nicht verändern. Ich möchte weitermachen. Ich möchte nur mein Mitochondrium unterstützen. Machen Sie mal und entgiften. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist eine Entscheidung. Und dann kann man mal entgiften, mal entlasten und mal gucken, ob es dann besser wird. Meistens wird es besser. Aber dann trotzdem, wenn man dann halt sozusagen den Lebensstil weiterfährt, dann kommt oben wieder alles rein. Und dann nach einem halben Jahr, ja, oder vielleicht nach 2, 3 Jahren kommt man dann wieder. Ja. Das heißt, man muss sich schon Wissen aneignen. Und vor allem, die Therapeuten müssen sich Wissen aneignen. Das sind alles Dinge, die halt einfach in den letzten Jahren immer mehr und mehr wird. Und man muss sich Wissen aneignen, wie das funktioniert. Denn Entgiftung ist nicht mehr Entgiftung. Früher, vor ein paar Jahren, vor 10, 20 Jahren, hat es vielleicht noch gereicht, dass man ein bisschen Chlorella genommen hat, ein bisschen Zeolit genommen hat und dadurch entgiftet hat. Das geht heutzutage nicht mehr. Heutzutage ist es so, wir müssen das Mitochondrium unterstützen. Das heißt, das Mitochondrium ist unterschiedlich aufgebaut. Wir müssen die Membran neu unterstützen, zum Beispiel mit Ölen, Phospholipiden, Omega-3 und so weiter. Wir müssen den ganzen Signalwege im Mitochondrium unterstützen, damit die Gene im Mitochondrium richtig abgelesen werden. Wir müssen gucken, dass genug Aminosäuren da sind, damit Proteine gebaut werden von den Mitochondrien und, und. Das ist ein bisschen komplexer, aber nicht so schwer. Man muss sich nur das Wissen aneignen. Und das haben wir uns halt auf die Fahne geschrieben, gesagt haben, boah, ich habe als Therapeut und als Arzt, ich sehe dieses Leid jeden Tag und ich will nicht mehr. Ja? Und seit 3 Jahren bilden wir halt Epigenetik-Coaches aus, Ärzte, Heilpraktiker und so weiter. Und haben halt über 1000 Menschen schon ausgebildet. Und die Ergebnisse sind halt gigantisch von den Menschen. Und jeden Tag erreichen uns einfach tolle Nachrichten. Und manchmal können wir gar nicht glauben, was wir da eigentlich so für eine Bewegung ins Leben gerufen haben. Total schön. Und ja, unser Wille ist sozusagen, dass das Ganze noch mehr nach außen getragen wird und dafür brauchen wir halt viele Menschen. Mhm. Ja, und
deswegen die Ausbildung zum Epigenetik-Coach in dem Fall. Mhm. Ja. Das ist jetzt also dann auch eine Ausbildung nicht nur für den, ich sage jetzt mal, für den Facharzt oder für den Arzt und Therapeuten, sondern es gibt vielleicht auch eben, ihr nennt es ja Epigenetik-Coach, also jemand, der vielleicht da auch einen neuen Beruf entdecken will und mit einer wirklich wirksamen, mit einem wirklich wirksamen Werkzeug oder einem Werkzeugkasten, den er da erlernen kann. Genau. Also wir haben interessierte Laien, wir haben Ärzte dabei, Therapeuten, Heilpraktiker und jeder fängt erstmal bei der Grundlage an und dann kann jeder entscheiden, wie weiter gehen möchte. Okay. Ein Arzt will natürlich weitergehen. Ja. Ne? Der hat dann auch andere Module, die er noch dazu wählen kann. Er kann in die Genetik gehen, SNPs, sogenannte Single-Nukleotid-Polymorphismen sich anschauen. Er kann dann noch weitergehen, auch in andere Bereiche, mehr Mikrobiom und so weiter, also funktionell medizinisch auch. Für jeden ist da was dabei, aber jeder muss am Anfang bei der Grundlage anfangen und das verlangen wir auch von denen, weil wir sehen, die Ärzte, dass vieles Wissen, was wir aneignen oder was sie ihnen zeigen, haben sie einfach schon vielleicht irgendwann mal die Grundlagen zumindest vielleicht gehört, aber haben sie wieder vergessen. Ja. Und dann, wenn die Grundlagen, das sind dann vielleicht so 3-4 Stunden Grundlagen nur, und dann geht es schon ins Eingemachte. Und dann kann jeder Heilpraktiker, der schon seit 20 Jahren auf dem Markt ist sozusagen und arbeitet, ist schon sozusagen im neuen Feld, der Arzt ist im neuen Feld, der Gesundheitscoach ist im neuen Feld und der interessierte Laie, der muss schon viel tun, wenn er keine medizinische Vorbildung hat, der muss gut dabei sein und sich schon noch ein bisschen was aneignen, weil wir schon geschaut haben, dass es für die Gesundheitscoaches ist, für die Ärzte und Heilpraktiker. Aber auch der interessierte Laie kommt mit. Also wir sehen das, die sind einfach super krass begeistert. Ja, also es ist einfach, ich bin selber immer wieder erstaunt, was für Feedback wir bekommen. Na, es ist ja so ein spannender Mikrokosmos, unser Körper und was da alles passiert. Und da steht man ja dann manchmal staunend davor, wenn man dann wieder vielleicht lernt, das macht der Körper alles. Es ist ein dynamisches, selbstregulierendes System und dass wir da eben einfach auch mit Achtsamkeit rangehen müssen, wenn wir irgendeinen Eingriff machen, ne? Also in Form von Unterstützung zur Selbstregulation wieder. Genau. Darf ich kurz nachfragen, der Patient, den wir da gesehen haben, wo du sagtest, dem geht es eigentlich gut, der war nur präventiv da. Ja. Was wurde denn bei ihm eigentlich gemacht? Ich habe ihm das erstmal erklärt. Ja. Ja, und er hat dann, ich weiß noch, am Telefon hat er gesagt, und hoffentlich gut. Ich dann so, ja, definitiv gut, dass sie da sind, weil das ist wirklich ordentlich viel. Mhm. Ja. Ja. Und was macht man hier? Also wir unterstützen jegliche Kreisläufe im Körper. Das beginnt beim Vitamin-D-Kreislauf, weil Vitamin D ist zum Beispiel ein Hormon eigentlich, was Gene anschaltet. Bis zu 2000 haben wir einen Vitamin-D-Mangel, können bestimmte Gene nicht angeschalten werden. Mhm. Auch bestimmte Mitochondrien-Gene nicht. Das geht dann weiter, dass wir die Membran, die Zellmembran unterstützen, die Mitochondrienmembran unterstützen durch gute Fettsäuren wie Omega-3, Ölsäure aus Olivenöl, Leinöl für Alpha-Linolensäure, Kokosöl für gesättigte Fettsäuren. Dann gehen wir rein, wir brauchen noch Antioxidantien, damit man die Membran schützt, damit man Radikale wegfängt. Das sind dann Polyphenole, sekundäre Pflanzenstoffe, sowas wie Vitamin C, oder liposomales Kurkumin oder auch Glutathion liposomal. Ja, und dann gehen wir immer weiter und sagen, derjenige braucht noch Mineralien, damit er die Signalwege unterstützt. Er braucht Stoffe, damit die Mitochondrien arbeiten können, Kofaktoren, sowas wie Coenzym Q10, PQQ, B-Vitamine. Mhm. Dann muss der Darm unterstützt werden, damit der Darm sozusagen diese Giftstoffe nicht bindet. Auch bei ihm in dem Fall, ja, oder? Ja. Wow. Okay. Dann die Leber unterstützt werden mit Schwefelsubstanzen, B-Vitaminen. Wir müssen gucken, dass die Verdauung gut funktioniert. Eventuell braucht derjenige sogar Verdauungsenzyme, Magensäure, künstliche Magensäure mit Betain-HCl, damit der Magen und der Darm sozusagen gut arbeiten. Weil manchmal haben so welche Menschen auch leichte Entzündungen, das nennt man Silent Inflammation, im Bauch, im Darm. Weil wenn wir nämlich entgiften und zu schnell mobilisieren, das heißt, diese Giftstoffe, der Körper ist total schlau. Der Körper speichert die weg und sagt, die bleiben da jetzt erstmal in der letzten Ecke, die machen da Unheil, aber nicht so viel, wenn sie im Blut sind. Und was wir jetzt machen mit der Entgiftung, wir holen die ins Blut.
Und wenn da zu viel im Blut sind, dann hat die Leber viel zu tun und die gehen im ganzen Körper, verteilen die sich dann erstmal wieder. Und wenn es zu viele sind, dann kommt die Leber nicht hinterher zum Entgiften. Das heißt, man darf das auch nicht zu schnell machen. Das ist auch eine Kunst dann. Ne? Genau, und dann entgiften wir ihn sozusagen. Und was man dann zusätzlich machen kann, wenn man genug Geld hat, also das muss nicht sein, aber dann, man kann das alles noch beschleunigen. Ne? Dann kann man zum Beispiel, das hast du vorhin angesprochen, sogenannte Apheresen machen, Umweltapheresen, dass man schneller mobilisiert, das ins Blut holt und dann aus dem Blut über eine Blutwäsche das Blut rausholt in ein Filtersystem. Der Filter filtert diese Gifte raus und wieder zurück. Das ist dann so das High-End. Muss nicht sein, aber kann sein. Man kann dann auch noch Infusionen geben. Das funktioniert auch noch. Also ich kann mir vorstellen, in der Prävention ist es vielleicht noch nicht so relevant mit der Apharese, aber wenn ein Kind schon in den Brunnen gefallen ist, also sprich, wenn schon eine entsprechend leichte, schwere Erkrankung dann da ist oder eine chronische Erkrankung, dann kann so eine Apharese vielleicht einfach wirklich ein Gamechanger, wie man heutzutage sagt, auch unter anderem sein. Genau. Aber prinzipiell, um das nochmal festzuhalten, also für uns alle, wir sind alle belastet, wenn wir alle zu dir kommen würden, wir würden alle ein entsprechendes Ergebnis bekommen und würden wahrscheinlich dann vielleicht eine Empfehlung bekommen, vorübergehend das, aber dauerhaft auch eine Supplemente? Ja, dauerhaft nicht, also die Menge, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, nicht. Aber was wir dann machen, wir schauen uns sozusagen auch das genetische Potenzial an und sagen, wo sind denn deine genetischen Schwächen? Kannst du gut entgiften oder nicht? Kannst du das und das gut bauen oder nicht? Mhm. Und wo brauchst du eigentlich seit deiner Geburt Unterstützung in der Welt, in der wir heutzutage leben? Das heißt, wir gucken uns dann auch die Genetik an und sagen, okay, erstmal entgiften wir dich und sagen, wir machen dich erstmal leerer, damit es dir wieder besser geht. Und dann unterstützen wir dich, dass das Zeug nicht mehr so schnell bei dir haften bleibt danach. Mhm. Damit man auch weiß, okay, was muss ich eventuell dauerhaft in meinem Leben tun, damit ich nicht so viel Giftstoffe aneigne. Ja. Das können Supplements sein, aber das kann natürlich auch eine Lebensstilveränderung sein, auch ausreichend sein. Es ist super individuell. Eben, genau. Es ist individuell und ich lasse es mir am besten von jemandem anschauen, der sich auskennt. Und du hast es schon angesprochen, ihr habt ganz viele Leute schon ausgebildet. Finde ich die auch irgendwo im Internet, die ihr ausgebildet habt? Weil können ja nicht alle zu dir kommen, du hast schon gesagt, wir sind voll. Ja, wir sind voll. Genau. Wir haben ein Portal gegründet, das heißt mein-gesundheitsexperte.de. Mhm. Da sind Therapeuten drin, Coaches drin, Ärzte drinnen. Kommen jeden Tag neue rein, haben wir gerade neu gegründet. Das heißt, da werden jetzt immer mehr und mehr reinkommen. Und dort kommt sozusagen der Kunde oder der Patient rein, kann dann suchen, passend. Da hoffen wir sozusagen, dass diese Connection stattfindet, weil so viele Leute eigentlich danach suchen, aber keiner ihnen so richtig helfen kann. Genau, richtig. Deswegen frage ich. Und euer Portal, wo man sich jetzt als vielleicht Arzttherapeut hinwenden kann, wo finde ich das nochmal? Oder wo findet man also das? Wir heißen Healversity und man findet uns entweder, man googelt uns, zum Beispiel mein Name, Manuel Burzler, Epigenetik-Coach oder unsere Firma Healversity oder man gibt www.epigenetikcoach.de ein und findet das. Jawohl. Ja, wunderbar. Dann bin ich froh, dass es euch gibt und dass ihr euch diesem Thema widmet, also du und dein langjähriger Freund und Geschäftspartner Timo Janisch und dass ihr das auch mit Leidenschaft weiter verbreitet und ich hoffe, es hören viele und es werden viele aufmerksam, weil eben ich kann mir vorstellen, wenn ich Therapeut oder Arzt wäre, dann wäre mein höchstes Interesse, dass ich Patienten habe, wo ich sagen kann, das ist die Lösung und wo ich dann auch einen Weg sehe in die Lösung. Mich würde das überhaupt nicht befriedigen, wie man in so vielen Fällen hört, dass ein Patient von einem Arzt zum anderen geht und eben sein Problem nicht gelöst bekommt, sondern einfach nur, damit linderst du die Symptome und mit dem anderen musst du leben. Genau, und das ist total unbefriedigend. Und so viele Patienten sind so glücklich, dass sie Gehör finden und vor allem aber auch wissen, okay, es gibt eine Perspektive. Genau. Und es dauert natürlich, bis sowas raus ist, aber es gibt eine Perspektive. Mhm. Und ich werde überflutet jeden Tag mit E-Mails. Und es ist wichtig, dass wir jetzt ganz, ganz viele Menschen da draußen haben, die eigentlich diese Zusammenhänge verstehen. Mhm. Und es geht nur um Wissen. Mhm. Ja, das Wissen ist da und es geht darum,
dass man sich Wissen aneignet und dieses Wissen weitergibt und nicht, dass es bei einzelnen Personen bleibt. Das finde ich ein Schmarrn. Ja. Ganz genau richtig. Und eben, du kannst es nicht alles alleine bewältigen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du dich vervielfältigst oder ihr euch vervielfältigt und dieses Wissen eben einfach nach draußen kommt. Ich danke dir ganz herzlich, freue mich über eure Mission und wünsche euch dafür ganz, ganz viel Erfolg. Vielleicht komme ich auch mal, weil es wirklich spannend ist, sich anzuhören und sich da selbst Kompetenz anzueignen, weil wir sind nun mal alle selbst verantwortlich für unsere Gesundheit. Genau. Ich danke dir sehr. Gerne. Alles Gute und ich freue mich auf weitere Besuche und damit dann weiter auch von dir zu lernen und unser aller Horizont zu erweitern. Danke für die Einladung. Ciao. Auch Ihnen sage ich ganz herzlichen Dank und ich hoffe, wir konnten auch Ihren Horizont erweitern. Und ja, es war zwar kein so schönes Thema, Glyphosat, aber ich hoffe, wir waren spannende und sympathische Gastgeber für Sie heute in der letzten halben Stunde. Und jetzt freue ich mich, wenn Sie das nächste Mal auch wieder reinschauen und bitte übernehmen Sie Verantwortung für sich. Damit nehmen Sie den Schlüssel quasi in die Hand für Ihre Gesundheit. Und wir haben jetzt auch eine Lösung gefunden, beziehungsweise wir wissen jetzt auch, wo wir uns alle hinwenden könnten, wenn wir für unsere Gesundheit, wenn wir eine Lösung suchen, wenn wir rauskommen wollen aus einer chronischen Erkrankung und auch, wie wir uns präventiv weiter gesund erhalten bei all unseren Einflüssen, vor denen wir einfach nicht fliehen können. Die sind nun mal da in unserer Umgebung und werden uns auch weiterhin begleiten. Deswegen seien Sie achtsam, wachsam und bitte liebevoll zu sich selbst und schauen Sie auch das nächste Mal wieder rein. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin alles Liebe und Gute. Auf Wiedersehen.